Ich glaube, der einzige Chan, den ich momentan spielen will, ist Soraka. Das, warte, das heißt nicht, dass wir jetzt Soraka spielen. Das war so auf die nächsten 100 Games, gibt es vielleicht irgendwann mal wieder ein Soraka-Game. Wenn man jetzt zum Wachwerden ganz entspanntes Ründchen-Enchanter-Gameplay. Mana-Flow-Band, 20 Öcken. Okay. Back in Korea, it seems. Quick 2 Kills für Enemy Team. Enemy Enchanter. Hyper Carry Combo startet mit First Blood ins Game. Schade. Soraka ist eigentlich komplett insane Level 1. Also der Q-Spell ist halt einfach sehr, sehr gut. Wir wasten hier gar nicht unseren Q-Spell. Weil sobald mein Q-Spell auf Cooldown ist, kann die Lulu for free upwalken. Junge, die Twitch W sieht ja fancy aus bei dem Skin. Weil das ist halt nicht gut für sie. So, also, solange ich eine Q in diesen Trades hätte, gewinnt sie sie halt eigentlich nicht. Also die Trades. Boah, ich kann schon wieder nicht mehr pingeln. Hat der noch Passive? Nee. Oh, getroffen. Oh mein Gott, die Blastkorn. Oh no, er hat gleich wieder Combo, oder? Oder er braucht einfach nur Q. Oh, Passive kickt. Oh no, die Blastkorn. Bros und Brosinen. Okay, 12 Kills in 4 Minuten. Wer bietet mehr? Wer bietet mehr? Aber ich, also dafür, dass wir, glaube ich, 0-2 gestartet sind, Level 1, war das ein ganz gutes Comeback. Also da stirbt halt gar nichts, wenn ich nicht teamkillt werde, von wem auch immer die Blastcone kam. Er muss Dane und die Wave annehmen, ne? Really? Oh mein Gott, wie unfortunate. Okay, Double Kill Lulu auf der guten Seite, aber so gut ist es actually auch nicht. Zu kurz, bless. Warum nehmen wir nicht einfach diese Wave an? Warum nehmen wir nicht einfach... Ja, jetzt ist Botlane komplett over. Warum nehmen wir nicht einfach diese Wave an? Ich bin Level 5, die sind uns gleich Level 7. Oh mein Gott. Ja, ich will nicht sagen, dass es wieder komplett dumm war, weil ich einen Enchanter picke für einen Diamond 1 ADC. Ah, ich bin selber schuld. Guten Morgen. Boah, wenn ich der Ulti habe, ist es Action Triple Kill, glaube ich. Aber ich flash ihm dann nicht hinterher. Oh, ich habe die eh gemisst. Könnte actually gut werden.
Ja, ich habe leider kein Wort. Für den Buschkörper. Haben wir TP irgendwas? Nee. Okay, der Silence war komplett insane. Sehr freundlich von ihnen, dass sie da beide gleichzeitig reinwackeln. Warum wird Kalista X Soraka oder Kalista X Renata? Beziehungsweise warum ist es gut? Weil sowohl Renata als auch Soraka Kalista länger am Leben halten. Und wenn sie länger lebt, kann sie mehr Speere stacken. Und tatsächlich kann man auch sowohl Soraka als auch Renata beide sehr aggressiv spielen. In Lane. Soraka einfach über ihre Range und ihren Poke und Renata mit Flash Q. Und wie gesagt, beide Supporter lassen einfach, geben Kalista die Möglichkeit, super aggressiv spielen zu können. LOL, was? Wait, actually war das saudumm. Hier gerade meinen E zu usen, weil ich meinen E brauche als Interrupt für die Malsacher Ult. Haben wir doch noch drauf, aber sollten wir nicht. Wir hätten einfach laufen sollen. Jetzt haben wir Bot in Tower verloren, away from am Botlane-Turm. Und ich sterbe auch noch. So, wir gehen jetzt als nächstes, gehen wir Staff of Flowing Water und dann geben wir Redemption. Staff ist einfach sehr geil, weil wir 4 Champions mit AP-Scaling sind. Was? Kann da unser Team etwa nicht sterben? Wie viel Anti-Value hat sie schon? 1500! Und es mattert trotzdem nicht. Bin ich witzig. Yo, Moonstone jetzt schon bei 1700 Chain Healing. Mua. Vor allem, die haben wirklich. Die waste jetzt auch so viel Geld, damit dass sie gegen uns itemizen. Ja gut, der Change auf der Lulu Passive, dass Lulu Passive jetzt actually Prettifier procken kann. Das nervt ein bisschen. Das ist dann actually, hat sie guten Anteil gegen uns, aber wie man sieht, es mattert jetzt nicht wirklich. Ja, der Silence ist auch sehr, sehr gut gegen die Frontline von denen. Vor allem habe ich mit Maokai Zack, habe ich halt. Guten, also die C10 und ich packe einfach Silence runter. Und der E gegen Malsacher und gegen Jaun ist das Spell halt insane. Dann gegen Lulu auch, aber auf die komme ich nicht drauf. Das war so ein scheiß Dive, dass wir da so deep gehen und es funktioniert trotzdem. Und die Lulu macht halt nichts im Vergleich zu dem, was ich mache. Deswegen, Soraka, also ich bin überhaupt kein Fan von Enchanter momentan, aber wenn, dann Soraka. Tausendmal besser als Lulu oder jeder andere Scheiß. Lulu ist legit einer der schlechtesten Enchanter right now. So, jetzt haben wir keinen Flash. Das heißt, unser Team ist sowieso sautanky. Von denen stirbt jetzt sowieso keiner einfach so. Das heißt, wir können hier sehr far back spielen am Anfang des Fights, damit wir wirklich von nichts getroffen werden. Das ist geil, dass wir hier schon mal sein Schild pingen. Oh oh. Oh, schade.
Der arme Mann. Tja, dachte kurz, er wäre Argurin. Und dann ist ihm aufgefallen, dass er nur Don't Play This Game ist und nicht Argurin. Jeder, die haben 4 Anti-Heal-Items. Aber sind die dumm? Mein Zack und Mauke heilen sich auch ohne mich. Und gerade mit Moonstone heilen wir auch unser komplettes Team mit dem Chain Heal. Aber das ist wirklich komplett dumm. Die wasten so viel Gold damit. In Items, die nicht mal gut sind. Wait, was tun wir? Wir sind 4 gegen 5. Und er springt rein. Kann er bitte rausgehen? Er ist gestorben, weil wir dem Twitch AP gegeben haben. Und deswegen seine Passive Actually Damage mal. Lustig, also keiner dumm von den Gegnern, dass die hier nicht 4 gegen 5 halten wollen, weil ich meine, wenn sie noch eine Chance haben wollen, ist es wohl jetzt 4 gegen 5. Okay, actually ist die Lulu komplett am Griefen. Die hat jetzt Arden Sensor gekauft, anstatt dass sie Beautifier kauft. Und mit Beautifier ist alles Anti-Heal von ihrem Team dann worthless, weil dann reicht nur Beautifier. Zumindest auf Backline. Also maybe. Also der Malzer hätte dann auf for sure keins kaufen müssen. Aber maybe weiß sie das noch gar nicht, dass Beautifier jetzt auf Lulu actually wieder gut ist. Mir wird sie keine Patch-Chance gelesen, ich weiß nicht. Jetzt halt, als Nidalee Jungle Arden gebaut hat, in der Zeit hast du legit als Support Goldrunen gespielt. Nur Goldrunen gespielt, um so schnell wie möglich Arden zu bekommen. Weil basically das Team gewonnen hat, bei dem der Support zuerst Arden hatte. Das ist einfach full on Goldrunen gespielt. Hi Dreamy. Mini Magic. Rein da. Oh, ich hätte Redemption legen können, ich war schon in Range. Wollen wir Arden broken? Arden hat dieselben Stats gegeben wie jetzt, nur viel besser. Und es hat Lifesteal auch noch dazu gegeben. Wait, Ed Kani sehen uns in Berlin. Erwarte ein Autogramm für das Gameplay immer. Legende Räufe. GG, danke für die LP.